Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich warte erstmal, bis der Fuchs alles eingestellt hat. Hä? Was soll ich denn das einstellen? Ich dachte, du musst vielleicht ISO anpassen oder so. Nö. Okay. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren wöchentlichen Update. Es ist Dienstagmorgen und ich bekomme jetzt mal wieder Flüssigschickstoff geliefert. Das schauen wir uns gleich an, dass ihr mal seht, wie sowas funktioniert überhaupt. Denn diese Woche fange ich jetzt an, mein ganzen Rocket Lake Zeug zu testen, also 11.900 K und so weiter. Und dafür brauchen wir natürlich Flüssigschickstoff. Der gute Mann ist in 15 Minuten da und könnte interessant werden. Z-Sonic, the heart of your system. Das sind die Behälter, die wir jetzt füllen lassen. Ich habe hier zweimal die kleinen, diese TA11. Wie der Name schon sagt, passen da 11 Liter rein. Also es ist eigentlich ein Riesenteil, wenn man überlegt, dass da nur 11 Liter reinkommen. Da hinten nochmal 11 Liter und in den großen hier 26. Also ja, gute. Entschuldigung, haben Sie einen Taschenrechner? Ja, knapp 50 Liter. 40 Liter, wie auch immer. Alles klar. Zum Glück mittlerweile Aufzug, wenn ich überlege, dass wir das in meiner alten Wohnung drei Stockwerke hochtragen mussten. Also, nee, danke. Vor allem leer geht es noch. Gefühlt ist das Ding hier, glaube ich, um die 40 Kilo schwer. Das will man nicht. Da haben wir den Stickstoffmann des Vertrauens. Also bei mir in Berlin ist es Brosa, die hier anliefern. Ist natürlich immer ganz spannend, wenn man das auf offener Straße macht. Dann denken sich Leute immer, was zum Teufel machen die hier eigentlich? Ja. Zwischendurch mal noch schnell die Badtür ausgebaut und jetzt eine Katzenklappe einbauen. Vorgebohrt angezeichnet. Stichsäge, los geht's. Soweit, so gut. Ja, das wird passen. Schön. Einmal umdrehen. Haben wir schon ein paar Krümel in der Tür, oder? Gut, der Ausschnitt ist jetzt vielleicht nicht hundertprozentig perfekt, aber kommt ja doch hier die Abdeckung drüber und dann, also ist er hinten. Das passt schon. Das kann man schon mal machen. So, Klappe ist in der Tür. Tür ist innen drin. Erstmal offen gelassen, damit wir sie jetzt beibringen können, dass sie da auch durchgehen kann. Ja, wurde direkt angenommen. Katze ist weg. Schick. Guck mal. Ich bin wieder bei Case King und bereite jetzt gerade alles vor für das Direct Dive Video nächste Woche, also fürs Launch Video zum 11.900 K. Und da werden wir direkt versuchen, die CPU zu köpfen und dann auch Direct Dive zu machen. Also nicht wundern, das ist kein 11.900 K, das ist noch, glaube ich, 9.900 K und hier dementsprechend auch Z93. Aber daran kann ich es euch zumindest schon mal zeigen, was ich vorhabe. Also, wenn wir jetzt die CPU haben und haben die dann geköpft und die liegt so im Sockel, dann haben wir ja das Problem, dass der Chip ein bisschen höher ist und hier an der Seite ist ja nichts. Normalerweise haben wir deswegen den Direct Dive Frame, der so ein bisschen die Platine nach unten drückt, dass die sich eben nicht hochwölbt durch den Anpressdruck, weil ansonsten ist halt gerade so an den Ecken zu wenig Anpressdruck und gerade Rahmenerkennung ist dann immer so ein bisschen schwierig. Und beim 11.900 K habe ich mir dann gedacht, wir machen jetzt keinen Frame direkt zum Start, sondern wir machen so eine kleine Schablone, die wir außen rumlegen aus Kunststoff, die so minimal niedriger ist als der Chip selbst. Und damit sollte das dann hoffentlich funktionieren und die können wir jetzt ja schon mal ausschneiden. Das Bild hier kennt ihr wahrscheinlich noch aus einem meiner letzten Videos. Da haben wir die CPU vermessen anhand von dem 11.700 K, der schon quasi geleakt wurde, der geköpft wurde, der aber leider gestorben ist. Aber wir wissen ja, dass die Platine 37,5 mal 37,5 groß ist und dementsprechend haben wir das jetzt einfach als Vorlage genommen und da die Schablone gebastelt. Und so sieht es dann jetzt final aus. Also so soll es aussehen. Ausschnitt für den Chip und für die ganzen kleinen SMDs. Lasern wir das mal schnell.
So sieht das Teil jetzt aus. Also es ist einfach eine Kunststofffolie, 0,5 mm dick. Das einzige Problem ist so ein bisschen, dass die Schnittkante bei diesem Material so ein bisschen aufbaut. Also die schmilzt ein bisschen auf und dann ist die Schnittkante ein bisschen höher als der Rest. Das heißt, das muss ich noch nacharbeiten. Massenlösungstauglich ist es dadurch nicht, weil man halt jedes einzelne von Hand nacharbeiten muss. Aber wir können zumindest mal testen, ob es funktionieren würde in der Theorie. Irgendwie hat sich gerade die Beleuchtung geändert in meinem YouTube-Studio. Vielleicht lasse ich einfach auch mal blau. Oder ist das lila? Ich habe keine Ahnung. Das sieht aber eigentlich auch ganz cool aus. So, mit dem Flüssigstickstoff kann es auch gleich losgehen. Da haben wir schon 25 Liter. Keine Sorge, solange das Ding so zu ist, darf die Katze auch hier sein. Ansonsten natürlich sofort raus. Dann hat sich noch was relativ Cooles ergeben, und zwar nächste Woche, 30. ist ja Launch von 11.900K. Am Abend davon machen wir einen Livestream, also IT-Raid, den kennt ihr wahrscheinlich, Simon hat auch einen YouTube-Kanal, und also er und ich zusammen, wir machen einen Livestream mit Intel oder für Intel, wo wir einen Gast von Intel haben, der eure Fragen beantworten kann, und ich denke mal, das wird ganz cool werden, weil der sich auch ziemlich viel Mühe geben wird, jetzt nicht nur Antworten zu bringen wie, oh, dazu kann ich noch nichts sagen, sondern er wird richtig auf eure Fragen eingehen. Also habt ihr unten die Möglichkeit, da ist ein Link in der Beschreibung, falls ihr Bock habt. Wie gesagt, 30. 19 Uhr bei mir auf dem YouTube-Kanal und wahrscheinlich auch bei Simon auf dem YouTube-Kanal. Da werden wir das Ganze hosten und da könnt ihr dann, wie gesagt, eure Fragen einsenden. Das Ganze könnt ihr jetzt schon vorab tun. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung, alles zum Thema Rocket Lake S, also alles zu den aktuellen kommenden CPUs könnt ihr da fragen oder auch andere kritische Fragen, falls ihr habt an Intel, haut gerne raus und dann würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich dabei seid. Und dann habe ich nochmal eine andere Frage zu diesem Thema Flüssigstickstoff, und zwar habe ich mich schon länger gefragt, ob von eurer Seite aus Interesse da wäre, dass ich so eine Art Guide in das Thema Flüssigstickstoff oder Extreme Overclocking mache, natürlich auch von mir aus mit Trockeneis und so weiter, weil es ja nicht so ganz einfach ist, also erstmal den Flüssigstickstoff zu bekommen, was muss man da beachten, sicherheitstechnisch und so weiter, und dann natürlich, wie ist der ganze Ablauf, wie isoliere ich ein Mainboard richtig, das könnte man so in 5-6 Teile wahrscheinlich gut aufsplitten, falls ihr da Interesse habt, könnten wir das auch sehr, sehr gerne angehen. Ja, und die letzten 2 Tage habe ich jetzt damit verbracht, hier das Aorus Z590 zu testen und auch meinen 11.900K zu schauen, wie übertakte ich diese Mühle und wie köpfe ich natürlich die CPU. Das Ganze seht ihr dann aber im Video am Dienstag. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.